Ein herzliches Willkommen zurück zu X-Defiant und bevor euch erschreckt der Titel, ich werde gleich alles nochmal erklären. Vorweg, ich habe mir nochmal überlegt, ja, im letzten Video gab es ein paar Kommentare und ich habe mir überlegt, dass ich dem Game nochmal eine Chance gebe, im Sinne von auch mal wieder öfters zu bringen. Genau, wir gehen nämlich auf Spielen und ja, wir gehen direkt in eine neue Runde rein. So, wir spielen auf der Map Kleines Dorf. Wir nehmen wieder das Standard-Layout, tatsächlich sogar mit der MP7. Genau. Und zwar möchte ich euch jetzt einmal erklären, was es mit dem Titel auf sich hat. Keine Sorge, ich werde jetzt nicht mit YouTube irgendwie einen komplett neuen Kanal oder so, sondern es geht mir einfach darum. Ich habe in der letzten Zeit sehr viel jetzt geändert bei mir. Ich ziehe um. Oder es ist ein kleiner Umzug, wenn man so sagen kann, in einen neuen Raum, andere Wohnung. Und dort bin ich auch gerade beschäftigt mit kleinen, also Einrichtungen und Co. Deswegen hatte ich auch in letzter Zeit nicht mehr so viele Videos machen können, beziehungsweise beziehungsweise auch schneiden können oder nicht so gut schneiden können. Generell darum geht es mir, schneiden. Und zwar nehme ich mir jetzt die Zeit, die nächsten Tage. Ich werde mich ordentlich mit Premiere auseinandersetzen. Okay. Mit Premiere auseinandersetzen. Ich werde meine Cutting-Skills neu erlernen, sage ich jetzt mal. Ich weiß nicht, ob es pünktlich ankommt. Nämlich wollte ich mir wie eine kleine Handcam aufbauen. Für gewisse Let's Plays oder nicht Let's Plays, sondern Videos. Und ja, da muss ich aber noch warten. Das wird vielleicht ein Projekt, was sogar noch dann später kommen wird. Das wird dann auch irgendwann mal zum Beispiel in der Facecam enden. Da weiß ich aber noch nicht, da bin ich auch am Überlegen. Und ja, ich sollte wirklich mal wie Momo in den Kommentaren geschrieben mehr Kopfschüsse treffen. Deswegen, das meine ich mit Neuanfang. Ich werde jetzt einmal komplett alles, mein gesamtes Kanalthema auch umkrempeln. Ich werde nicht mehr Videos durcheinander bringen. Ich meine, ich habe so oder so ja einen Plan gemacht mit Subnautica. Mit Subnautica. Und dann auch anderen Projekten, wie jetzt zum Beispiel den Goldgräber Simulator. Und zwar habe ich mir das so gedacht, dass ich werde in den nächsten Tagen auch noch einen kleinen Plan ausarbeiten. Dass ich regelmäßig sowas bringe, weil es war ja oft so, dass ich dann zwei Tage Subnautica hochgeladen habe, dann erstmal Goldgräber Simulator, dann zweimal nur X-Defiant, dann wieder drei Tage gewartet und so. Das war halt alles immer durcheinander. Und ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass das so ein bisschen meinem, Kanal-Image schadet. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Auch wegen diesem nicht regelmäßigen Upload. Okay, perfekt. Das wollte ich dann einmal umkrempeln. Also wie gesagt, das Thema meine ich, ich werde alles umkrempeln. Nochmal komplett neu beginnen. Ich brauche dafür ein paar Tage von euch. Also eventuell kommt noch ein Video jetzt vom Gold Mining Simulator. Das werde ich spontan entscheiden. Oder ich lasse es sein und probiere auch mich daran an neuen Cutting Skills, sage ich jetzt mal. Oh Gott. Okay, perfekt. Aber ja, das wollte ich euch jetzt auch erstmal mit dem Video hier sagen. Und ja, ich wollte X-Defiant auch, wie gesagt, nochmal eine Chance geben, auch weil mal das gesagt wurde im letzten Video. Das Game ist seit 3 Monaten draußen. Da wollte ich auch nochmal eine kleine Erklärung abgeben. Was mich halt aufgeregt hat, ist, dass diese Bugs seit mehr als 3 Monaten drin sind. Die hatte ich auch schon letztes Jahr, als ich diese Open Beta da gespielt habe. Das sind halt einfach nur so Sachen, sowieso kritische Sachen. Die sollten bei so einer, die hatten so lange Zeit und die sollten einfach nicht. Oh, was? Habt ihr das gerade gesehen? Ich glaube, meine Maus hat sich kurz disconnected, ich weiß es nicht. Ich habe eine Wireless-Maus. Von Razer, glaube ich. Ja, Razer. Auf jeden Fall. Ich gebe den Ganzen nochmal eine Chance. Es wird auch vielleicht sogar öfters kommen. Nur was ich halt einfach auch. Na, kommst du wohl. Ah, okay. Was ich halt auch einfach da. Ah, perfekt. Was ich mit dem Video meinte, oder in dem Video meinte, ist halt einfach nur dieses, man schießt, der Gegner trifft einen zweimal, man ist sofort tot, aber man selbst schießt und es passiert nichts, so mäßig, wisst ihr? Das nur mal einmal zur Erklärung.
Der Flashbang-Effekt, das hatte ich auch nochmal als Kommentar geantwortet, der hat mich da auch aufgeregt. Der war einfach kein richtiger Flashbang-Effekt für mich, weil der auch richtig komisch war und es ging nicht darum, dass ich mich gewundert hatte, warum er bei der Flashbang ja geflasht wird, also geblendet, sondern es ging eher um den Effekt an sich, der eher, naja, war. Nicht nur naja aussah, sondern naja war. Ja, nur mal zu dem Thema. Naja, wie gesagt, ich gebe dem Ganzen auch noch eine weitere Chance. Oh, aber auf eine längere Zeit, meine ich. Oh Gott, okay, perfekt. Und ja. Ich finde, ich müsste das Game auch eher dann spielen, wenn ich eher positiver gestimmt bin. Das war auch zu dem Zeitpunkt, als ich das Video gemacht habe. Also das letzte Video, wo ich mich über teilweise so aufgeregt habe. Guck mal, so eine Flashback, das war cool. Den Effekt fand ich cool. Aber beim letzten war der halt, ich glaube, der war auch ein bisschen verbuggt, ich weiß es nicht. Wie gesagt, da bin ich auch ein bisschen sauer gewesen, weil das ein Scheißtag war. Deswegen, ja. So, wir gucken mal. Also, jetzt konzentriere ich mich mal voll auf das Video. Auf das Gameplay, meine ich. Oh, stell dich mal vor, eine Runde nur mit... Ah, das ist unsere, okay. Nur mit Secondary. Das wäre crazy. Ja, es ist halt, man sieht schon ein Level... Digga, 102, was? Okay, sorry. Ja. Ich muss sagen, da vermisse ich teilweise tatsächlich sogar Skill-Based Matchmaking. Wow, 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 wow. Oh Gott, okay. Gott, 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 Gott. Ich überleg's sogar, vielleicht sogar noch einen zweiten Runde zu spielen. Also jetzt bockt das gerade mega. Und ich wollte jetzt gleich mal das MP7 Layout machen. Das war noch mein Ziel. Oh, guck mal, ich sag Ziel und da oben steht Ziel. Geiles Timing. Ey. Ah, mein Gott, der hat einen Feuerball. Der hatte noch so wenig HP, ne? Alter, der hatte so wenig HP. Ah, schade. Boah, der hatte auch nur so wenig HP. Oh, knapper Sieg, knapper Sieg. Da werde ich jetzt eben noch ein MP7-Layout machen, weil ich hatte mir was abgespeichert. Ich muss mal gerade kurz gucken. Boah. Quillup. Okay. 24 Kill. Ey, wir waren der Zweitbeste, lol. Wir waren der Zweitbeste aus der Runde. Als ob. Cool. Ja gut. Ja gut. Ein bisschen zum Tode, aber... David Dude. Genau hier. Da. Ich habe nämlich mir so ein X... Ich habe nämlich auf TikTok das gesehen. So, oh, guck mal, Level 46. Ah, das, guck mal, das kann uns sogar tatsächlich ein bisschen boosten. Ich verlasse mal jetzt einmal die Lobby. Genau, ich habe nämlich hier Best MP7. Guck mal, hier Ausrüstung, genau. Ausrüstung, ach nee, ah hier. Ja, ich muss hier, hä? Ach so, ja. Also, Muzzle, Barrel Extender. So, ich werde das Ganze probieren, aber ich denke mal, dass ich vielleicht noch eine andere Konfiguration benutzen werde. Okay, die hat ja kaum. Lol. So, warte mal, wir können ja jetzt mal genau hier Ausrüstung ändern. Dann nehmen wir das hier und als... Dann nehmen wir mal hier mal die erste. Nämlich hier die MP7, genau. Ich habe, glaube ich, sogar noch einen Skin dafür. Hä? Nee. Ich habe die Beta mitgespielt. Ich weiß nicht, irgendwie hat man da einen Skin, glaube ich, für bekommen. Aber ich weiß jetzt nicht. So, warte mal. Wir müssen kurz Hintergriff. Leder. Kein mehr Quick Draw oder Laser Web Grip. Und Lightwitch. Okay. So, ich habe es jetzt mal auf... Ach so, Muzzle Boost. Ja, guck mal. Ich habe es jetzt mal auf Englisch gestellt. Weil ich das Ganze, ich war mir nicht sicher. Rapid for, okay, Rapid, okay, Rapid Fire, Front Rail, Leather Wrapped Griff vorne, achso, Leather Wrapped vorne, okay, kein Visier, kein Mag,
Quick Draw oder Leather Wrapped Grip. Genau, jetzt ist halt Quick. Sprint Shot Time, ADS Speed und das hier ist ADS Sprint Shot. Das macht der. Ja, nee, dann wenn Quick Draw. So, und Lightweight Stock. Lightweight, genau. Perfekt. So, kann man noch eine Optik hinzufügen? Ah, Schockoptik kann man nicht. Oh ja, das finde ich gut, das finde ich gut. Ich hätte mein altes Loadout vielleicht speichern sollen. Shottime, ach du Scheiße. Ach so, man muss vorne, ach so, lol. Probieren wir es nochmal. Okay, man kann leider ja nicht zielen, wenn man über Sachen. Ich glaube, ich bin mega schlecht, aber egal. Ah! So kann man hier nicht. Okay, egal. Ja, okay, das ist ja mega schlecht hier, was ich hier mache. Übungskurs abgeschlossen. Oh, scheiße. Einfach warte. Schade. Ja gut, dann würde ich tatsächlich sagen, wir gucken nochmal. Ich gucke nochmal nach vielleicht ein paar Configs für das nächste Video. Wie gesagt, ich werde jetzt erstmal gucken mit dem Cutting und wie ich das alles verbessern kann und das optimieren kann, weil ich war bis jetzt echt kein Profi in Premiere. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, schaut auch gerne auf Twitch vorbei. Wie gesagt, die nächsten Tage kommen jetzt keine Videos und dann werde ich euch mit Videos zuballern. Ich werde mich anstrengen, ich werde wirklich, also die Videos habe ich schon parat. Ich muss wirklich, das Cutten ist einfach nur. Ich freue mich auf jeden Fall darauf. Naja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder und bis dahin. Ciao, ciao.